Ja, hallo, herzlich willkommen hier zurück. Let's Play Lego Marvel Super Heroes mit mir, Elo. Wir sind hier noch in Asgard. Und Wolverine baut sich hier mal, wühlt hier mal im Dreck und baut sich einen Roboter. Was auch immer das da ist, zusammen. Aber hat was gegen Blumen. Ja. Und hier gibt es dann nochmal was zum Zusammenbauen. Da packt er seine Klauen wieder weg. Das ist ja wieder eine Treppe oder ein Lift oder irgendwie sowas. Das ist ein Klauen-Switch. Und dann geht hier die erste Statuskammer auf. In der ein Tor was machen kann. Kann sich nämlich hier aufladen, denke ich. Und dann alle wegschießen. Und erstmal wieder tonnenweise Frostriesen. Ja, ist nur ein Fahrstuhl. Also. Ben liebt mich wirklich. Ich meine, wie könnte er nicht? ich denke schon, dass es jetzt nicht so schlimm ist mit Ben. Vielleicht hat er da auch nochmal so ein Teil? Ne, da geht es dann weiter, ja. Okay, da kann. Wollen wir ihn was machen? Ne, da kann bestimmt Tor was machen, oder? Seinen Hammer gegenwerfen. Bam. Oh. Die schönen Statuen. Okay, die Rückseite leuchtet jetzt wieder. Ja. Eindeutig. Und dann können wir hier was draus machen, sag ich mal. Ah, das hier fertig bauen. Ein Springbrunnen. Oh, alles mit grün. So richtig vertrauenserweckend sehen die Blumen aber nicht aus. I'm not finished yet. Or should that be, we're not finished yet? Nee. Ich bin noch nicht fertig, ja? So, erstmal hier die. Blumen aus dem Weg holen. Ja, ist schon doof, dass Loki wieder aus dem Sicherheitstrakt mit entkommen ist. Ja, hat man lieber Angst vor mir. Aber wie schnell ich hier meine Punkte voll hatte. Machen wir lieber mal ein automatisches. Sieht spektakulär aus. Boah, mit Abrollen, ja. Ja, zieht auch richtig Grimasse rein. How foolish you are. Viele Lokis. Over here. Okay, das ist der richtige, der in der Mitte. Natürlich der in der Mitte ist der richtige. Ah, man hätte aber alle hauen können. Und jetzt weiß man nicht mehr, welches der richtige ist, weil der nicht mehr so durchscheinend ist wie die anderen Sterne.
Und im schlimmsten Fall muss man einfach den hauen, der den Strahl dran hat, ja? Hm? Nicht so ganz durchdacht. Aber ist ja auch viel nachher. So, und lassen wir hier mal noch ein bisschen die Hütte schmelzen. Bauen. Captain, mein Captain. Capitano Americano. So. Ja. Erstmal Spinnen sind. Dings hat man schon sehen lassen. Sah nur so aus. Jetzt wird schon groß. Na, wohin steht er schon bereit? Ganz schön Schnauzer hat er. Okay. Showdown. Oder? Ja. The Tesseract is dangerous, brother. Oh, and so am I, brother. I intend to get my revenge on you, on Earth, and on Asgard. What are you planning, Loki? An allen, make me tell. You are not the god of me. Okay, kannst du mich sagen, weil nicht sein Gott bist, ja? You have used it since we were children. Do you remember this little plaything? Okay. Großer Komfort. Zum Spielen. Tin Man would love to see this one. Okay. Tun wir auf meine ganze Geschichte nicht rum. Thing is indestructible. There has to be a way to break Loki's control over it. Well, if you guys have any bright ideas, I'd love to hear them. My claws ain't gonna do it this time. Gotta be another way. Okay,
Ah, auf Loki schießen hat gereicht, okay. Oh, mach das kaputt. You mortal pest! Oh, sterbliche Pest! The destroyer is vulnerable, take him out! Schnell noch die Sache ein. Vor allen Dingen mit der menschlichen Fackel machen wir noch schnell den 3 von 3 Dings. Vor dem Tor gleich den Zerstörer zu stürmen. Mit dem Typen kämpfen. Das ist ja ganz gut. Gesandt, aber da ist noch. Ja, da keine Chance ranzukommen. Ein Gutor. So sei es. Zerstöre den Zerstörer. Voll gegen die Brust. Asgard belongs to me! Okay. Rid your mind of this madness, Loki. Ich würde sagen, dass wir das immer wieder schmelzen. Zum Beispiel in dem anderen, in den Lego The Hobbit auf alle Fälle auch ganz gut gelöst, dass man fast immer den Zwerg erwischt. Das sind ja nur auch ein paar mehr als die hier. Pathetic Insect! Die für die Aktion nötig sind. Und das ist aber auch immer ganz gut. So ein gerade wenn man alleine spielt, wenn man zu zweit spielt, ist es ja nicht ganz so schlimm, kann ja jeder immer nur einen kriegen sozusagen. Aber alleine muss man ja schon ganz schön oft switchen. You shall never win! Wish you further harm. Give up now. Nicht ganz so irgendwie. Vielleicht dem einen oder anderen helfen. I swear. You will kneel before me by the time this day is through. Okay. Schwört also, dass wir heute noch vor ihm knien werden. Ich hab mich da jetzt noch nicht so richtig drauf verlassen. Oh, ich hab das gerissen.
Schlagen. You think you have me outnumbered? Well, not for long. Wird er jetzt wieder vier oder haut er einfach noch? Loki-likes! Or should that be Loki-likes? Das sind Loki-likes. This cannot be! Weiß nicht, wer der Richtige ist. Ja. So viele. Oh. Okay, haut er lieber ab, ja? Ja, das habe ich auch erwartet. I will return the Tesseract to the safekeeping of the treasure room. Hey, Blondie, I hate to point this out, but it just got stolen from there. Maybe your security is not so good. Vielleicht ist es gar nicht so sicher. Shield has an entire battalion of troops dedicated to guarding the Tesseract. Okay, humans, Tesseract. Guarding this item of immense power. Das von Menschen. Please, I can rain thunder and lightning on anyone who touches it. Okay, Wolverine hat's geklaut und ist abgehauen. I bet this glow cube can help me find Magneto. Okay, I can ask Chuck Magneto about that. Finden. So, haben wir Tor jetzt neu? Sehr gut. Den Destroyer als Minifigur. Rostgiganten. It's all we need. I know where it is. We can acquire it from the mutants. The X-Men. Very well. I've planned for every contingency. I'll dispatch some associates to reacquire it. Okay, und Dr. Doom schickt ein paar Schergen zu den X-Men. Um die Kraftquelle wieder zu holen. Write me something, Professor. Figure this can help us find Magneto. The only thing I think it'll find for us is unwanted attention. Und da kommt die ungewollte Aufmerksamkeit. Oh dear. Oh, that doesn't sound good. Cyclops. And that doesn't look good. Jean Grey, okay. Und das, also es klingt nicht gut. Und X-Men, do you read me? Our sensors indicate that the X-Mansion is under attack. If you're receiving this message, you should get there right away. Na, Jean Grey und Cyclops. Und sollen jetzt dem Angriff gegen... I guess we're not getting in through the front door.
Come on, we'll take the side entrance. Okay, durch den Haupteingang ist blöd, deswegen gehen wir durch den Seiteneingang. Wer baut eigentlich ein Labyrinth, wenn hier die Hälfte fliegen kann? Die kann sich nur abrollen. X-Mansion hat auf alle Fälle auch einen Tennisplatz. Sehr gut. Okay. Aber ich würde sagen, Folge ist soweit erstmal wieder rum. Schönen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge gehen wir mal in das X-Mansion rein. Tschüss.